Hallo und herzlich willkommen. Wir machen eine neue Runde. Es geht los mit unserem Druiden. Den probieren wir jetzt heute mal zum Schauen, was wir groß bekommen. Und wir spielen gegen einen Malfurion Hexenmeister. Gegen Gulda. Okay. Eure Seele wird mir gehören. Ich muss die Wildnis schützen. Der wäre nachher schön, der vielleicht, aber den Rest können wir auf jeden Fall mal wegmachen. Okay, unsere Stadthand, die wir bekommen, ist jetzt natürlich nicht ganz so gerade. Im Namen des Lichts! Gut, die ist sehr, sehr nett. Wir lassen sie mal noch drauf. Nicht wegrennen, gleich zu Anfang spielen. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Okay. Was machen wir? Wir machen dann einmal. Für die Wildnis. Zack. Drauf. Hier viele, viele bunte Schmarties. Aber wir können sie jetzt dafür rausnehmen. Für die Wildnis. Zack und weg ist er. Für die Wildnis sollte Diener nicht auf sie fallen. So viele Möglichkeiten. Gut, der wird langsam echt lästig. Ein Frankenhieb könnten wir jetzt spielen, allerdings wenn ich den ein bisschen arg übertrieben. Sollen wir ihn spielen, oder? 4-3? Eure Magie wird euch nicht helfen. Verschonte Diener nicht als Ziel wählen. Das war's. Okay. Ich hätte jetzt gerne den gespielt. Aber ich glaube, dann nehmen wir ihm den jetzt einfach weg. Das war's.
besser. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Schon wieder. Warum? Ich muss mal den Chat hier ausstellen, also langsam wird es ein bisschen nervig. Sollen wir gemein sein? Dafür werdet ihr büßen! Wir nehmen ihm den weg. Den Dreier, oder wir kopieren seinen... Was tut an verstohlene Diener nicht anziehen? Wir nehmen ihn weg. Und wir... Kann ich Bedarf würfeln? Nochmal ein Beutehamster. So. Na, jetzt kommt der gesamte Spaß. Okay, Frankenhieb. Einen Fünfer, einen Dreier. Damit können wir das machen. Plus eins, eins. Tun. So, den nehmen wir noch rein. Den nehmen wir noch rein. Und dann haben wir es eigentlich schon größtenteils. Ja. Dann kommt jetzt Borki dran. Den schwarzen Ritter haben wir in dem Deck sogar. Der wäre jetzt natürlich praktisch, wenn wir den ziehen würden. So, er geht direkt in unser Gesicht und spielt schon wieder ein. Kann ich Bedarf würfeln? Ein Drecksblutwichtel. Okay. Gut, kein Bluthof. Sechs und drei, dann würde er was sterben. Bei dem würde er auf jeden Fall sterben. Was tun? Wir lassen ihn erstmal da dran aus. Toben, oder? Ja, wir lassen ihn da drin aus. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. So, einmal.
Nochmal. Mein Schild für Argus! Okay, den warte auf 7-6. Langt ihm allerdings immer noch nicht ganz. Zeit ist fast um! Und spielt ihn hoch. Gut. Mit dem können wir auf den gehen. Ich frage mich, ob... Sollen wir den Kane spielen? Kane oder Balky? 3 und 2, damit kann er nichts machen. Einmal Zwetschge und sehr schön noch ein Vierer. So. Ja, komm, nimm ihn raus. Dankeschön. Ihr könnt nicht vorbei. Eine 0-4er. Gut, den kriegen wir natürlich auch schön weg. Damit können wir leben. Wir spielen. Gebt mir eine Quest! Und spielen unseren guten Kane. Verzeiht mich, die Erdenmutter ist nah. Und spielen die Karte noch. Und spielen. Meine Augen sind offen. So, sehr schön. Ich habe fast keine Karten mehr. Ja, das passiert, wenn man halt blöd spielt. Aber er hat jetzt, komm, du hast 8 Karten oben auf der Hand, da muss doch was dabei sein. Ich frage mich, ob... Dankeschön. Die sind auf uns gerichtet. Na, jetzt hat er ein bisschen aufgeräumt hier. Ich habe keine Karten mehr! So, und jetzt müssen wir ihm eigentlich nur noch das Ganze in die Hand drücken. Ja. Wo soll ich zuschlagen? Wir spielen den Schmotter. Einfach um unseren. Das soll eine Waffe sein! Wir gehen auf 6 und gehen auf Matchball. Zack! 3 Schaden. Ihr steht vor Jaraxxus.
Das war so klar. Jetzt haut er sich nochmal hoch auf 15. Einsatzbereit. WTF. Gut, die 15 Schaden müssen wir jetzt schnell runterhauen, wirklich. Wir bekommen. Fertig! So, hier haben wir 12 Schaden liegen. Drei Schaden kriegen wir nicht mehr. Wir spielen ihn. Ich hab vergessen, dass er oben keine Karten hat. Das heißt, ich hätte nur den einen Schaden machen müssen. Aber eure Welt ist immer noch im Untergang. Oh. WTF. Interessantes Spiel. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ja, aber wir müssen noch irgendwas am Deck tun. Es ist noch zu langsam. Ich muss noch irgendwelche Schnelligkeitsfaktoren rein. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Spannendes Spiel, schreibt eure Kommentare oder Flames einfach unten rein. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!